Jetzt weiß man mehr über den Tathergang, wie das genau war, wer zuerst erschossen wurde und was genau passiert ist. Und dazu habe ich jetzt den Sprecher des Landespolizeikommandos Salzburg, Hans Wolfgruber, bei mir. Herr Wolfgruber, was weiß man jetzt aktuell über den Tathergang? Ja, zum Tathergang ist es letzten Erkenntnissen so, dass am Abend oder am späten Abend des 5. Mai um 23.40 Uhr der 51-jährige Tatverdächtige sich zum Wohnobjekt seiner 50-jährigen Lebensgefährtin begeben hat, ist dort auf eben diese und ihre 76-jährige Mutter getroffen. Es hat sich unmittelbar darauf ein verbales Streitgespräch entwickelt, das dann darin gipfelte, dass die 76-Jährige den 51-Jährigen körperlich attackiert haben soll, woraufhin dieser angibt, seine mitgeführte Waffe gezogen zu haben und in der Folge die 76-Jährige mit 3 Schüssen und dann unmittelbar darauf folgend die 50-jährige Lebensgefährtin mit 7 Schüssen getötet zu haben. Das heißt, es war eine richtige Hinrichtung, muss man leider sagen. Wenn man sich das anschaut, mit so vielen Schüssen seine Lebenspartnerin bzw. deren Mutter zu töten. Jetzt noch eine Frage. Es gibt immer wieder Fragen, warum diesem Privatdetektiv, diesem ehemaligen Privatdetektiv, nicht der Waffenpass, also die Tragegenehmigung für seine Faustfeuerwaffen entzogen wurde, nachdem ja da schon Polizei bekannt war, dass es da Probleme gab. Ja, grundsätzlich gab es eine Vielzahl von Polizeikontakten mit dem 51-jährigen Tatverdächtigen, wobei das Gros dieser Kontakte in seiner beruflichen Tätigkeit begründet war. Sprich, er ist als Anzeiger aufgeschienen oder, wie gesagt, im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit angefallen. Die persönlichen Anzeigen, die Vorlagen führten zu keiner Verurteilung und haben im Laufe der polizeilichen, insbesondere behördlichen Prüfung im Laufe der letzten Jahre keine Anhaltspunkte gegeben, die auf ein Waffenverbot hätten hindeuten können. Zudem ist es so, dass ja gerade berufliche Waffenträger, aber auch alle anderen Waffenträger in bestimmten Intervallen alle 5 Jahre mindestens überprüft werden. Und auch im Zuge dieser Überprüfungen haben sich keine Differenzen ergeben beziehungsweise Anhaltspunkte, dass die Zuverlässigkeit nicht gegeben wäre. Sehe ich das jetzt richtig, nachdem es ja keine Anzeige gegen den tatverdächtigen Mörder gegeben hat, war auch kein Grund da, dass man ihm die Waffen wegnimmt? Ja, die Polizei und die Behörden agieren auf Basis geltender Gesetze. Und wenn einfach da im Rahmen dieser Gesetzesausübung nicht vorgesehen ist, ohne Anhaltspunkte, was ja sehr rechtens ist natürlich, dass wir ohne Anhaltspunkte nicht tätig werden können, dann ist das ja mehr oder weniger auch zur Wahrung der Rechte jedes einzelnen Betroffenen. Weiß man schon was, warum er diese Tat begangen hat? Hat er da etwas bei den Einvernahmen gesagt? Er hat sich insofern dazu verantwortet, weil er natürlich gesagt hat, die 76-jährige Frau hat er getötet, weil sie ihn körperlich attackiert haben soll. Zum Motiv, warum er seine 50-jährige Lebensgefährtin getötet hat, hat er keine Angaben machen können oder wollen. Wie geht es jetzt weiter? Ist er noch immer hier im Polizeigefangenenhaus oder ist er schon überstellt worden in die Justizvollzugsanstalt nach Purch-Urstein? Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte er bereits überstellt worden sein in die Justizanstalt Salzburg. Herr Wolfgruber, danke vielmals. Ja, wie gesagt, das die aktuellsten Neuigkeiten in diesem traurigen 10. und 11. Frauenmord, der hier in Salzburg stattgefunden hat. Und wenn man sich das überlegt, seit Anfang des Jahres 11 Frauenmorde, das heißt durchschnittlich alle 11 Tage ein Mord. Und das ist definitiv zu viel.